Herzlich willkommen zu einer Zeit, Glauben aufzubauen, erfrischt zu werden, Verheißungen zu hören und einfach zu wissen, Gott hat mehr für dich. Ja, herzlich willkommen. Das Thema, was wir heute Abend haben, das Thema, was wir als Ermutigung aufs Herz bekommen haben, das hatten wir ja schon angekündigt. Und es hatte mir so in dem, wie es geschrieben war, sehr, sehr gut gefallen. Oha. Und ich habe gedacht, lass es uns doch noch mal lesen. Provokativer Glaube. Ja. Provokativer Glaube ist provokativ für uns selbst und für andere. Vor allem für die Nichtgläubigen. Ja, das stimmt. Ja. Okay, wir haben zwei Teile, wie immer. Ja. Erster Teil mit der Glaubensmentalität durch die Katastrophe. Aber echt. Ganz schön hochgeschossen. Ja, aber wer erlebt nicht auch Katastrophen? Wer erlebt nicht Herausforderungen? Wer erlebt nicht Bedrängnisse im Leben? Und das Thema ist ja, wie kann ich Stabilität haben? Wie kann ich Fundamente haben des Glaubens? Nicht nur der guten Worte, der guten Ratschläge oder der guten Gedanken, sondern wir müssen wissen, was sagt die Bibel über unseren Glauben und wo ermutigt sie uns? Genau. Du sprichst über Glaubenshelden, über Männer und Frauen, die ein Wort von Gott empfangen haben. Ja, meistens. Und gegen alle Widerstände und Herausforderungen, Achtung, gegen alle Widerstände und Herausforderungen, oftmals konträr zum System. Ja. Das gilt vor allen Dingen für Propheten im Alten Testament. Stimmt. Mhm. Treu und unerschütterlich vorangingen. Sie hatten eine echte Glaubensmentalität und waren oft für ihre Umgebung eine Provokation. Ja, eine Provokation oder auch oft eine wirkliche Herausforderung oder eine Infragestellung. Was eigentlich das Gleiche ist. Ja, provokativ ist immer noch mal so ein bisschen schriller, finde ich. Mhm. Einer von ihnen, und darum geht es heute, musste viele Jahre arbeiten, viele Jahre, ohne das Geringste zu sehen. Doch dann kam die Katastrophe. Ja, mit Glauben durch die Katastrophe. Ja, und dein Thema so? Jesu skandalöseste Predigt. Ja, es gibt ja diese Leute, die denken immer, Jesus war so super soft. Also so ganz, ganz, ganz abgehobener Typ, ja. So der etwa 2 Zentimeter über dem Boden schwebt, so viele Bilder auch, dann so eingefallene Wangen und so ein bisschen transzendent so fast. Und die Bibel berichtet uns da nichts in der Richtung, also gar nichts, ja. Da werde ich ein bisschen drüber sprechen und dann eben über seine kontroverseste, provokativste Predigt, die er überhaupt je hier zu dieser Lebenszeit gehalten hat. Die war so skandalös und so anstößig, dass es aussah, als ob er damit seinen Dienst ruiniert hat. Mhm. Ich hoffe, du weißt, welche Predigt das gewesen ist, sonst solltest du vielleicht mal die Evangelien lesen. Seine irritierenden Worte sind von allergrößter Bedeutung allerdings. Für uns heute noch. Und zwar für uns heute. Genau. Ja, also was er da gesagt hat, ist ein Thema, womit wir uns heute intensiv beschäftigen werden und wo wir dann auch ins Gebet hinterher hineingehen. Genau. Als ich in dieser Woche ein bisschen Zeit hatte, habe ich mich damit beschäftigt, was jetzt dieser provokative Glaube mit uns zu tun hat. Wo hat er mit mir was zu tun? Ich muss selbst mich auch in dem Glaubensleben dahin ausstrecken, dass ich Glauben habe, dass ich meinen Glauben erweitere. Ich bete oft, Herr, erweitere mein Glaubensgebiet. Gib mir mehr Glauben. Glauben für Dinge, vor denen ich stehe und die für mich wirklich schwierig sind. Wo ich noch nicht durch bin, wo ich noch keine Antwort habe und wo ich sage, mehre meinen Glauben her. Das ist das, was die Jünger gesagt haben. Und in dieser Zeit, wo ich diese Woche unterwegs war, habe ich wieder drüber nachgedacht. Was bedeutet der Glaube für mich und was hat das mit dieser Person, über die ich nachher sprechen möchte, was hat das als Vorbild für mich? Was kann ich von dieser Person lernen? Und ich viele Dinge in meinem Bibellesen, in meinem Gebetsleben, die schreibe ich auf. Ich bin jemand, der also immer schreibt, stimmt's?
Manchmal schläfst du auch. Ja, manchmal schlafe ich auch, aber ich schreibe die Dinge auf, die mir wichtig sind, die der Herr mir sagt, oder die Gedanken, die ich habe, wo ich einen geistlichen Weg gehe, wo ich einen Gebetsweg gehe mit dem Herrn, eine Entwicklung, und wo ich mir die Dinge aufschreibe. Also auch Themen wie Angst oder Heilung oder Befreiung oder was auch immer. Und wenn ich darüber lese, studiere und bete, die Dinge schreibe ich auf. Und ich habe ganz viele solche Bücher schon mittlerweile geschrieben. Das stimmt. Und ich kann immer wieder, wenn ich sie durchblätter, zurückschauen und genau lesen, welche Entwicklungen habe ich genommen, über was haben wir gebetet. Was haben wir als Proklamationen empfangen? Und in dieser Zeit... Was waren so die Themen? Genau. Ja. Und vorgestern, als ich da unterwegs war, habe ich über diesen Hebräer 11 Text nachgedacht und gebetet. Und dann habe ich später gehört, dass Martin den in der Einladung für euch auch aufgenommen hatte. Nämlich aus Hebräer 11, 33. Da ist dieses große Zeugnis der Glaubenshelden. Und da heißt es, die durch Glauben Königreiche bezwangen. Weißt du, wenn wir gegen Fürstentümer und Gewaltige und gegen Mächte der Bosheit antreten, dann ist es manchmal so das Gefühl, ja, wir beten und wir treten an, aber so die Frage, hoffentlich bezwingen wir sie auch. Aber hier steht ganz eindeutig, durch Glauben haben sie Königreiche bezwungen. Warte mal, das muss man sich mal wirklich bewusst machen, was da hier steht. Du kannst durch Glauben Königreiche bezwingen. Das gilt nicht nur für die übernatürlichen Reiche und Strongholds und sonst was, sondern du kannst durch Glauben, durch das Vorangehen im Glauben, Königreiche bezwingen. Das ist etwas, was gerade für Leute, die in der Fürbitte stehen, für Politik und so weiter, eine Sache ist, wo ihnen bewusst sein muss, was für eine Power, was für eine Autorität sie haben, wenn sie im Glauben vorwärts gehen, wenn sie im Glauben beten. Das ist gigantisch, was wir bewegen können durch ein glaubensvolles Gebet. Ja. Oder dann heißt es weiter, durch Glauben Gerechtigkeit wirkten. Durch Glauben Verheißungen erlangten. Yes. Geglaubt, die Verheißungen geglaubt, die der Herr gegeben hat. Und sie haben sie erlangt, sie haben sie bekommen. Ja. Durch Glauben der Löwen Rachen stopften. Also das ist für mich echt eine Herausforderung, weil wir haben mit dem Feind, der rumschleicht wie ein Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Mhm. Wir haben echte Konfrontationen mit Löwensachen. Wenn du in deiner Verwandtschaft, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis Dinge erlebst, Dinge siehst, schwierige Dinge, herausfordernde Dinge, dann weißt du, es ist wie wenn Satan rumschleicht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und hier heißt es, die, die Glauben hatten, dass sie der Löwenrachen verstopften. Das ist das auch, was wir heute Abend machen wollen. Amen. Wir haben hier hinten wieder die Gebetsanliegen stehen, die reingekommen sind, auch schon die in den letzten Wochen reingekommen sind. Und dazu gehört es, dass wir diesem rumschleichenden Löwen den Rachen verstopfen und dass wir Glauben haben, dass der Herr uns diese Kraft, diese Power, diese Autorität gegeben hat, ihr Lieben, gegeben hat. Nicht erst, wir müssen nicht erst irgendwas erringen, machen, tun, sondern wir haben sie bekommen. Ja. Und wir werden heute Abend der Löwenrachen verstopfen, ich sag's euch. Halleluja. Dann heißt es weiter, durch Glauben des Feuers Kraft auslöschen. Hast du schon mal im Feuer gestanden? Hast du schon mal Herausforderungen erlebt, wo du gesagt hast, es ist so glühend heiß und auf der anderen Seite so schneidend kalt, dass du nicht mehr wusstest, wie du diese Dinge überstehen kannst? Und es heißt hier, durch Glauben des Feuers Kraft auslöschen. Dann, durch Glauben des Schwertes Schärfe entgingen. Ich sag euch, die Zeit, in der wir jetzt sind, in die wir eingetreten sind und die sich weiterentwickelt und in die wir gehen, es wird
uns alle vielleicht etwas davon spüren lassen, vielleicht nicht bei uns unbedingt selbst, aber wir werden es sehen. Die Erschütterung, das ist des Schwertes Schärfe. Und wir werden sehen, dass wir als Kinder Gottes, als sein Volk, dass wir der Schärfe des Schwertes entgehen werden. Dann heißt es, durch Glauben aus der Schwachheit Kraft gewann. Oh, hey, ja. Das ist heute Zeit für dich, aus Glauben aufzustehen in Schwachheit, aufzustehen in Schwachheit durch Kraft, aufzustehen in Freude am Herrn, denn sie ist unsere Kraft. Wir müssen aufstehen in Kraft, weil wir diese Kraft brauchen, damit wir unsere eigene Schwachheit überwinden können. Durch Glauben im Kampf stark wurden. Hey, das mag ich. Das mag ich. Das klingt so, als ob du den ganzen Text magst. Ich mag den ganzen Text, weil er ist auf der einen Seite das, was ich mag, das, was ich will, das, was ich bete, das, was ich möchte von Herzen. Und auf der anderen Seite ist es meine große Herausforderung. Und ich sage, Herr, hilf, dass ich stehen kann. Durch Glauben im Kampf stark wurden. Weißt du was, manchmal denken wir, oder ich denke, ja, wenn ich kämpfe, dann werde ich schwach und dann habe ich mich verausgabt und dann... Man hat ja nicht endlos, das sind alles Gedanken, die der Feind dir eintüdelt. Hier heißt es, durch Glauben im Kampf Kraft gewannen oder stark wurden. Ich wünsche dir, dass du die Zeit jetzt hast und nutzt und da reinsteigen kannst, dass du stark wirst. Stark in den Auseinandersetzungen wird der Herr dich mit Stärke beschenken. Er wird dich aufstehen lassen in Kraft. Du bist nicht der niedergeschlagene kleine Elendswurm, sondern er hat dich mit Kraft im Kampf ausgerüstet. Und das Letzte ist, die durch Glauben der Feinde Heere zurücktrieben. Hey, das ist heute Abend dein Abend. Das ist heute deine Zeit. Das ist jetzt der Zeitpunkt, dass wir die feindlichen Heere zurücktreiben. Amen. Wir haben Gebetsanliegen bekommen, ihr Lieben. Da kannst du nur weinen. Und wenn ich sage weinen, dann meine ich weinen. Das sind Gebetsanliegen, die mich zutiefst betroffen machen. Das sind Gebetsanliegen, die mich zutiefst beunruhigen, weil ich sage, Herr, das kann's nicht sein. Das ist nicht das, was wir hier lesen. Das ist nicht in dem Kampf stark werden. Das ist nicht im Glauben aufstehen. Das ist nicht dem Löwen den Rachen stopfen. Und das ist nicht im Glauben die feindlichen Heere zurücktreiben. Und das muss ich ändern. Das Amen. Muss ich ändern. Ich bete dafür, dass sich das ändert. Und dass wir heute Abend gemeinsam mit dem Herrn, mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater im Himmel, diese feindlichen Heere zurücktreiben. Diese feindlichen Heere aus deinem Leben, aus unserem Leben, aus meinem Leben, aus dem Leben meiner Kinder. Da sind so viele Herausforderungen. Und wir müssen dieses Lernen verinnerlichen durch Glauben. Zurück. Wir sagen ganz oft, wenn wir im Gebet, zurück. Zurück mit den Pfeilen. Zurück mit diesen feurigen Pfeilen. Zurück mit diesem, was einen Brand in uns lostreten will. Zurück mit diesen Attacken auf den Körper. Zurück mit diesen Attacken auf die Psyche, auf die Seele, auf den Geist. Zurück! Weil es ist dieser schleimige, schleichende Löwe um uns rum, der uns anfallen will, der eine Gelegenheit sucht. By the way, gib ihm keine Gelegenheit, dass er dich von hinten, von der Seite, wann auch immer, wo auch immer und wie auch immer erwischen kann. Denn es heißt, er sucht, wen er verschlingen kann. Genau. So, das heißt, er muss erstmal sich auf die Suche machen, wo er jemanden findet, der sich verschlingen lässt. Also er kann nicht einfach wild umhergehen und irgendwelche Leute verschlingen, sondern er muss suchen, wo er ein Opfer hat, was auf seine Lügen, seine Einflüsterungen reagiert. Ja. Das ist dann allerdings in der Gefahr, verschlungen zu werden. Also und deshalb ist es so wichtig, dass man weiß, was die Bibel sagt, wer wir sind in Christus, was unsere Position ist,
als Kinder Gottes, damit wir uns von den feindlichen Lügen, der feindlichen Propaganda nicht zumüllen lassen und im Grunde genommen dann in so einer Gefahr sind, dass er uns überwältigen kann. Ja. Oh, ich wünsch euch so sehr, ich wünsche dir und mir und uns, ich wünsche mir, dass ich bete das, dass heute dieser Zeitpunkt, wo wir uns jetzt hier gemeinsam treffen, dass das zu einer Veränderung kommt. Ich erwarte das jedes Mal von den Gotteshaus-Livestreams, erwarten wir jedes Mal, dass die Dinge sich verändern. Ich werde nicht damit aufhören. Und ich werde nicht damit aufhören, diesen Text immer wieder vor dem Herrn zu bewegen, ihm immer wieder vorzuhalten und ihm immer wieder zu sagen, Herr, das, was du für die Leute damals getan hast, für die ganzen Leute, diese Deborahs und Esthers und Abrahams und Davids und Josuas und Kalebs und wie sie alle heißen, Paulus, Johannes, alle, das, was du für die getan hast, das tust du heute noch für uns. Amen. Jetzt. Ja. Heute. Heute. So lass uns zusammen beten, dass wir unsere Herzen einfach ausstrecken zu dem, der unseren Glauben angefangen hat. Yes. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du in uns dieses Werk des Glaubens angefangen hast. Amen. Und du hast die Verheißung gegeben, dass du dein Werk vollenden wirst. Der in uns angefangen hat das gute Werk, er wird es vollenden. Amen. Herr, wir halten unsere Herzen zu dir hin und wir sagen, dass du unsere Herzen jetzt bewegst, zu dir hin, im Glauben bewegst, dass du mit deinem Heiligen Geist da rein bläst und uns in die richtige Richtung schiebst, dass du unseren Glauben aufbaust, dass wir Glauben schaffen in uns, dass wir nicht aufhören zu glauben und dass wir nicht den Umständen mehr glauben als dir, Vater im Himmel. Heiliger Geist, schaffe in uns dieses tiefe Bewusstsein, dass du bei uns bist. Yes. Schaffe in uns das Bewusstsein, dass du neben dem Krankenbett stehst, im Krankenhaus oder zu Hause oder wo auch immer, dass du den Schmerzen begegnen wirst. Herr, wir halten dir unsere Herzen hin und wir sagen, gib uns mehr Glauben, mehre unseren Glauben, mehre unseren Glauben. O Jesus, wir danken dir für das Opfer, was du gebracht hast, damit Glauben für uns an dich und dein Erlösungswerk überhaupt erst möglich wurde. Und wir preisen und wir ehren dich. Yes. Wir erheben dich an diesem Tag, heute und an jedem Tag. Und wir beten, dass du in uns stark bist. In Jesu Namen. Amen. 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 Yes. Da gibt es ja auch diesen schönen Spruch. Sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Yes. Das ist eigentlich auch gut. Wenn man das macht, dann relativiert sich vieles. Also ich versuche das immer wieder mal. Und auch da gibt es ein Wachstum. Also sag nicht von vornherein, das hört sich so blöd an oder kann ich nicht, sondern sag, ich sage das jetzt mal aus Gehorsam, aber ich werde das weiterentwickeln. Ich werde weiter auf dem Weg mit dem Herrn genau das erleben, dass meine Probleme in der Sicht von Gott her eine andere Bedeutung und eine andere Schwere haben, weil er groß ist. Amen. Halleluja. So, ich habe jetzt was auf dem Herzen, euch weiterzugeben. Und zwar, viele von euch kennen ja schon unsere Broschüre Gott und das deutschsprachige Europa. Davon haben wir inzwischen schon weit über 20.000 Stück gedruckt. Und man kann die also bekommen, kann die kostenlos bei uns bestellen. Wir haben also, wie gesagt, schon viele, viele verschickt. Gerne kannst du die bei uns ordern. Wir schicken sie dir gerne kostenlos zu. Die sind über Spenden finanziert, auch für Hauskreise, Gemeinden oder was auch immer. Ist kein Traktat, es ist Prophetie für das Wort Gottes. Das stimmt. Okay, aber hier ist Folgendes. Und zwar haben mich jetzt nicht viele, aber einige Leute gefragt, sag mal, wie ist das denn jetzt hier mit diesem Thema Hitze, Sommer? Ich hatte vor einigen Wochen ja schon mal drüber gesprochen, aber jetzt ist Anfang Oktober, der Sommer ist wirklich vorbei, wir sind im Herbst. Was ist denn hier? Wir hatten über das Thema Hitzesommer gesprochen und es war in der Tat so, dass wir eine Prophetie weitergegeben hatten, hier, die auch hier drin ist,
über das Thema Hitzesommer und eine weitere, die noch dazu kam. Und der hat das sehr explizit gesagt, aber die ist jetzt hier nicht Bestandteil. Hier ist die Prophetie von Dr. Arndt Kischkel und die betreffende Passage heißt, er sieht also verschiedene Krisen auf uns zukommen, dann dachte er, da war als erster Berg die Corona-Pandemie, dann sah ich eine Hitzewelle im Sommer 2020. Also sehr präzise. Hitzewelle im Sommer 2020. Dann eine massive Finanzkrise, daraufhin eine Erschütterung in der Politik und schließlich eine spirituelle Sinnkrise, die viele Menschen erfasste. Ja. Und soweit alles klar. Ja, da ist ja auch nichts weiter detailliert weiter gesagt, außer dass es im Sommer 2020 ist. Etwas weiter unten heißt es dann, gleichzeitig nehme ich wahr, dass es klimatisch, und jetzt kommt's, in unserem Land eine starke Hitzewelle geben wird. Wofür werden unsere Herzen brennen? Das sind also die beiden entscheidenden Passagen hier aus dem langen Wort, was übrigens super gut ist, ja, wo er einfach sieht, Erschütterungen kommen, Umwälzungen kommen, Schwierigkeiten kommen. Das, was wir jetzt erleben, ist nur der erste Step. Gut. Jetzt war es natürlich so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war jetzt nicht so der Monstersommer. Nein. ja, ich habe euch hier mal natürlich ein Bild mitgebracht. Das ist ein Bild vom 8. August. Da war es dann schon mal ein bisschen wärmer, aber dadurch, dass es mal ein paar Tage im Hochsommer heiß ist, haben wir noch lange nicht einen Hitzesommer. Vor ein paar Jahren hatten wir ja mal einen richtigen Hitzesommer. Da war es bei uns auch ein paar Mal deutlich über 40 Grad. Das war schon besonders. Aber das ist, würde ich mal sagen, bei uns so gewesen. Weltweit sieht das ganze Ding komplett anders aus. Du hast unter Umständen die Katastrophen gehört, diese vielen Brände in USA. An der Westküste. Dann dieser Permafrostboden in Sibirien, der wegen der Hitze schmilzt, wo dann die Pipelines einbrechen, irgendwelche Gassachen da entstehen und Öl oder diese Katastrophen. Mhm. Also wirklich schlimm. Stimmt. Und da heißt es beispielsweise hier auf diesem Bild, was du hast, 2020 mutiert weltweit zum Rekordhitzejahr. Also das ist hier mit dem 16. September betitelt. 2020 mutiert weltweit zum Rekordhitzejahr. Das klingt nach Hitzesommer, ne? Und dann habe ich eine super interessante Grafik hier gefunden, ne? Wenn du das hier siehst, das ist jetzt eine Darstellung, die tut die Hitzeentwicklung oder die Temperaturentwicklung von Januar bis August 2020 darstellen. Januar bis August. Und die Sache ist die, alles was rötlich ist, alles hier was rötlich ist, ja, das ist wärmer als normal. Wärmer als durchschnittlich. Was dann intensiv rot ist, ja, das ist also deutlich wärmer. Und was richtig rot ist, das sind also Rekordwerte. Und da siehst du beispielsweise Spanien, Frankreich, da waren Rekordwerte. Die kamen nur nicht bis zu uns hin. Ne? Okay, tja, also Rekordsommer war es, Hitzesommer war es auch. Jetzt nur nicht unbedingt in ausgerechnet Deutschland. Gut, das hatte hier in der Prophetie, wurde das aber gesagt. Muss man einfach stehen lassen. Prophetie ist immer etwas, was man prüfen muss. Wo man sagt, okay, wir prüfen das, da muss man drüber beten. Und deshalb denke ich, wir sprechen da ganz offen drüber. Ja, man kann es ja auch unter den Tisch kehren lassen. Aber es ist etwas, was wir gesagt haben, wo wir sagen, gut, kam nicht so dramatisch wie gedacht bei uns, allerdings weltweit mit komplett gigantischer Wucht. Ja. Ne? Mit gigantischer Wucht. Ja. Und tja, also das ist so eine Sache, die ist so, ne? Also von daher, Prophetie muss man immer selber prüfen. Andererseits haben mich mehrere Leute angeschrieben, die haben gesagt, wir haben das mit dem Hitzesommer gehört und haben sofort angefangen, dagegen zu beten. Mhm. Wir haben massiv dafür gebetet, dass es nicht so heiß wird und dass es regnet und so weiter. Mhm. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Du bekommst so eine Prophetie im Sinne von, okay, da kommt was und du nutzt es in der Fürbitte und sagst, Moment mal, das wehren wir ab, da wenden wir uns dagegen. Und wie das jetzt zusammenspielt, ja, das ist jetzt auch ein Geheimnis, das werden wir wahrscheinlich hier in diesem Leben nicht klären können. Nee. Gut, aber noch was Zweites, und zwar hatten wir, ich denke,
Es war schon im März oder April, also ganz zu Anfang von dieser ganzen Corona-Geschichte. Da hatten wir gesagt, wir glauben, dass diese Corona-Sache schnell vorbei sein wird. Ja, das stimmt. Das haben wir gesagt. Und zwar hatten wir eine Konferenz Brothaus, die war übrigens gigantisch cool. Ja, da haben wir sehr, sehr intensiv dagegen gebetet. Da waren prophetische Bilder, das war wirklich interessant, also wie sich das auch sehr verdichtet hat dort. Und da war eben der Impuls, das Ding ist erledigt, das ist bereinigt. Im Sinne von, das kann sich nicht entwickeln. Als Macht entwickeln, als Krankheitsmacht. Ja. Gut, und das wurde von verschiedensten Propheten, auch aus USA, übrigens ganz, ganz ähnlich gesehen. Nun, wir eiern heute noch mit dem Ding rum. Mhm. Was ist jetzt damit zu sagen? Vielleicht stresse ich dich ein bisschen, aber nach meiner persönlichen Meinung stehe ich dazu. Ich glaube, Corona ist schon lange erledigt. Die ursprüngliche Macht, diese gewaltige, gigantische Macht, die sich da aufgebaut hat, Krankheitsmacht, ja, die wie so ein Tsunami auf einen zukam, ich glaube, dass die erledigt ist. Ich glaube, dass es da diese Welle gab, okay, das ist erledigt. Dann gab es einfach, dass es abgeklungen ist. Und für mich ist die Krankheitsmacht Corona besiegt, erledigt. Ich sage das nicht leichtfertig. Wir persönlich kennen mindestens 15 Leute, die tatsächlich Corona-positiv getestet waren. Ja, und einige, auch krank waren. Einige waren krank. Ja. Ja, wir sagen das nicht einfach so blöd dahin. Aber ich glaube, dass das, was eigentlich das Problem ist, ist das, was daraus gemacht wird. Das ist die irre Angst, die geschürt wird. Es ist die Panik, die immer wieder gemacht wird. Es ist die gigantische Propaganda. Ja, das eigentliche Problem sind die Maßnahmen, die damit gemacht werden. Und die Folgen, die dann daraus entstehen, das ist das eigentliche Problem, mit dem du und ich uns eigentlich hier rumzuschlagen haben. Ja, die Zensur, die Überwachung, ja, Aushebelung von Grundrechten und so weiter. Und Sickert hatte vor einiger Zeit darüber gesprochen, die größten eigentlichen Probleme ist Angst, Furcht und Sorge. Ja, das stimmt. Ja, das war ja in einer Gebetszeit, die ich hatte, dass ich gesagt habe, Herr, was ist das eigentlich? Ist das jetzt nur der Virus oder was ist das? Weil mit Virus haben wir es jedes Jahr zu tun. Ja. Und da gibt es ja viele Berichte drüber, viele Forschungsergebnisse. Aber in dieser Gebetszeit habe ich gehört, dass der Herr gesagt hat, weil es weltumspannend ist. Das war dieses Bild auch mit diesem schwarzen Tuch, was ich gesehen hatte, wie die ganze Erde in wie ein schwarzes Tuch eingehüllt wird. Mhm. Und dieses Tuch hatte quasi diese Begriffe Angst und Sorge. Und das ist das, was uns heute noch dominiert. Absolut. Angst und Sorge wird ständig, wie soll ich sagen, wie ein Feuer angefacht. Ja. Und jetzt haben wir vorhin gelesen, das Feuerskraft bezwangen. Halleluja. Und das ist etwas, was mir jetzt dabei so in den Sinn kommt, dass wir beten, dass dieses Feuer der Angst, dieses Feuer der Sorge ausgelöscht wird. Wirklich durch den Geist Gottes ausgelöscht wird. Ja, vor allen Dingen in den Kindern Gottes. Ja. Das ist nicht etwas, mit dem wir uns rumschlagen sollten. Ja, das gehört uns nicht. Das ist nichts, was uns gehört. So, die Situation ist die, wenn du dir die Infos, die Nachrichten, die News oder wo auch immer du dir das holst, anguckst, es ist unüberschaubar, es ist komplett verwirrend. Du hast hunderte von Meinungen und du weißt gar nichts. Du weißt nicht, auf was kann ich mich verlassen? Welche Nachrichten, Meldungen, Informationen sind überhaupt verlässlich? Da sind weder die Mainstream-Sachen, auf die ich irgendwas gebe, aber auch sehr vieles oder fast alles von diesem ganzen, was es so im alternativen Bereich gibt, muss man auch mit größter Vorsicht sich anschauen. Da ist so viel Dinge, die, was weiß ich, nicht recherchiert sind oder einfach behauptet werden oder komisch sind oder abstruseste Ansichten. Ne? So, das heißt, wir haben es hier mit einer schieren Flutwelle von Lüge, von Manipulation, von Untertreibung, Übertreibung, Propaganda, was auch immer zu tun. Ja.
Und das eigentliche Problem ist, dass man überhaupt nicht weiß, wem kann ich glauben? Deshalb sagen wir immer, wir müssen wissen, was Gott sagt. Ja. Übrigens, deshalb war das auch der Grund, weshalb wir dieses Ding hier verfasst haben. Ja. Ne? So, eine Tatsache beispielsweise ist, wir haben bis jetzt in diesem Jahr 2020 eine Untersterblichkeit. Das heißt, es sind wesentlich weniger Leute gestorben als normalerweise in diesem Zeitraum. Wir haben nicht irgendwelche irren Massen von Toten, sondern es ist weniger, viel weniger sind gestorben. Also das Durchschnittssterbealter wird nach oben gehen, ja, weil eine Untersterblichkeit, also das Gegenteil von dem, was man so eigentlich was suggeriert bekommt, ja, wie fürchterlich alles ist und so weiter. Ne? Und ich habe euch hier mal so eine Statistik mitgebracht. Ne? Was du hier siehst, ist weltweit jetzt. Das ist vom Stand vom 11. September, auch ein besonderer Datum. Ne? So, hier siehst du also die Todesursachen weltweit auf dieser Tabelle. Ne? So, und dann hast du hier alle möglichen Sachen. Da, wo der Pfeil ist, da ist eben Corona-Tote. Nach dem damaligen Stand waren das etwa 919.000 weltweit. Wohlgemerkt mit den verrücktesten Tests, die nachgewiesenermaßen extrem unzuverlässig sind. Übrigens, in Europa gibt es allein 450 verschiedene Tests. Ja? Und also sehr, sehr schwierige Thematik. Wenn du weiter oben guckst, die Haupttodesursache weltweit sind Herzprobleme. Und das zweite ist dann Krebs. Da geht es also wirklich um die viele, viele Millionen. Übrigens, was du hier auf der Statistik nicht siehst, ist die Haupttodesursache überhaupt generell auf der Welt. Und das ist mehr als dreimal so lang wie dieser oberste Balken da. Ja. Und zwar ist das etwa 40 Millionen Abtreibungen weltweit. Ja, dagegen ist die Geschichte mit den Covid-Toten, wo man ja die Zahlen mit allen Mitteln versucht nach oben zu pushen. Ja, da gibt es ja auch Berichte darüber, wie unzuverlässig diese Zahlen sind. Ist das dann doch eher eine sehr überschaubare Geschichte. Ja, übrigens ist es leider sehr traurig, dass hinsichtlich Abtreibung in der momentanen Politik in Deutschland extrem gearbeitet wird, den Schutz des ungeborenen Lebens also komplett eigentlich aufzulösen. Es gab in der letzten Woche einen Tag, einen Aktionstag für Abtreibung. Ja. Da wurden sogar, so hatten wir es geschrieben bekommen, Rathäuser lila angestrahlt, um eben zu signalisieren, wir sind dafür, dass wir in diesem Gebiet nach vorne kommen und dass wir diesen Paragraph fallen lassen und dass es keine Beratungsstellen mehr geben soll, die Frauen, die schwanger geworden sind, beraten dazu oder sie zu ermutigen, das Kind auszutragen und vielleicht zur Adoption freizugeben oder was auch immer, sondern man will von vornherein das stoppen und man möchte die Beratungen auch nicht mehr. Man möchte auch den Schwangerschaftsabbruchzeitpunkt möglichst bis knapp vor den Geburtstermin rauszögern. Ja. Das musst du dir mal eintüten. Das musst du dir mal real bewusst vorstellen. Die meisten von uns haben Kinder oder Enkel oder was auch immer, die gerade jetzt auch vielleicht Kinder bekommen können oder die in den nächsten Jahren Kinder bekommen können. Und wir müssen uns als Eltern, Großeltern oder auch als geistlich denkende Menschen, als betende Menschen mit diesem Thema beschäftigen. Wir müssen einen Blick dafür haben, was das bedeutet. Auch für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unsere Nation. Das ist nicht einfach so, dass man sagt, naja, also wir haben damit nichts mehr zu tun. Unsere Kinder sind groß und irgendwie, das, so einfach kommen wir aus dem auch nicht raus. Was man übrigens auch nicht weiß, ist, Abtreibung ist ein Milliardengeschäft. Ja, das also stimmt. Also zum einen die ärztliche Handlung, aber zum anderen, ich sag mal, das Material wird verwertet, wird verarbeitet, wird gebraucht. Mhm.
beispielsweise um Impfstoffe damit zu produzieren. Ja, oder in der Kosmetik. Es gibt auch andere Sachen, aber auch das. Ja. Ja. Auch für die Kosmetik, also es ist haarsträubend, ja. Also das heißt, da muss auch produziert werden. Es ist katastrophal, was da läuft. Aber das ist jetzt heute eigentlich gar nicht das Thema. Nein, das fiel mir nur ein, weil du Abtreibungs... Ja, es ist weltweit, es ist die Haupttodesursache seit vielen Jahren und im Grunde genommen wird immer mehr aufgeweicht und gestattet und erlaubt. Mhm. Und da ist in Deutschland, eigentlich ist es ja, steht es ja unter Strafe, ne? Wird nur nicht geahndet bis jetzt, seit vielen Jahren. Aber soll komplett, nach dem Wunsch von vielen Politikern, soll es komplett wegfallen. Ne? Und das sind nicht nur die Linken, verblüffenderweise. Okay, aber wie ich vorhin gesagt habe, Fake, also dieses ganze Corona-Ding als Fake, ist sehr provokant ausgedrückt, aber heute geht es ja um Provokation. Ne? Und interessanterweise, wenn du dich ein bisschen umschaust im Internet, es gibt etliche Ärzte, die sagen, Corona ist ein Fake. Es ist eine große, vielleicht auch ernstzunehmende Grippewelle, aber das, was daraus gemacht wird, ist ein echter Fake. Ich meine, der Herr Drosten hat von 1,4 Millionen Toten in Deutschland gesprochen und jetzt haben sie mit allen Mitteln, die überhaupt nur waren, die Zahl irgendwie auf 9.000 hochgeputscht, mit wirklich falschen Zahlen und allem Möglichen, weil Leute, die beispielsweise mit einem Autounfall ums Leben kommen, werden als Corona-Tote gezählt, wenn sie Monate vorher vielleicht mal positiv getestet worden sind. Was ist das für ein Wahnsinn? Ne? So, also alles, was man zusammenraffen konnte, kann man auf die Zahl, aber die Zahl rechtfertigt das, was er gesagt hat, in keiner Weise. Ja, aber nochmal, wir reden nicht leichtfertig. Wir kennen Leute, auch Leute, die darunter gelitten haben. Ne? Ja. Was wir eigentlich sagen, ist, dass diese aufgeblasene Panikmache, das ist das Fake. Das basiert auf etwas, was nicht wirklich existiert. Ja? Die Zahlen sind wirklich problematisch. Und so kommst du natürlich dazu, dass du sagst, da steht was anderes dahinter. Und das ist eben für uns Christen eindeutig die endzeitlichen Szenarien, die beschrieben sind. Ja? Deshalb sagen wir, das ist die erste Welle. Und wir bewegen uns in etwas hinein. Und wenn das Thema Abtreibungslegalisierung kommt, das geht in großen Abfall. Das geht in Situationen, dass man Gutes böse und Böses gut nennt. Ja, die Verachtung dessen, was Gott geschaffen hat. Absolut. Verachtung, komplette Verachtung der Schöpfung. Ne? Und deshalb ist unser Hauptanliegen im Gebet auch immer, dass wir Licht brauchen. Licht auf das, was eigentlich passiert, was eigentlich dahinter ist. Ja. Nicht das, was die Nachrichten uns erzählen und was uns irgendwelche Politiker mit ihrer Art zu sprechen da suggerieren wollen, sondern was passiert wirklich, was für Netzwerke, was für Absichten, was für Strukturen sind dahinter, welche Interessensgruppierungen, welche Geldströme, was läuft eigentlich? Ne? Mhm. Und da beten wir ernstlich dafür, wirklich ernstlich, denn die Sache ist ernst, ist richtig ernst. Und wir gehen nicht auf der natürlichen Ebene Wir sehen das schon, sondern wie du jetzt auch vorträgst, ist es ja das, was wir im Natürlichen sehen. Wir tragen das zusammen. Wir betrachten das quasi wie im Rückspiegel. Aber unsere eigentliche Frontscheibe, da wo wir uns hin bewegen, das ist etwas ganz anderes. In Deutschland geht's, oder in Mitteleuropa geht es uns ja noch relativ, oder in ganz Europa geht es uns ja relativ gut. Ja. No. Das ist anders woanders. Schau dir mal hier dieses Bild an. Das ist ein Screenshot. Ne? Da siehst du, die Maßnahmen lösen irgendwo auf der Welt, und zwar in zahlreichen Ländern, gigantische Katastrophen aus. Ja? Millionen vom Hungerstod bedroht, Armut nimmt dramatisch zu. Also Millionen vom Hungerstod bedroht. Ja, wenn du nach Asien denkst, an manche Länder, Bangladesch oder sowas. Es ist entsetzlich, in Afrika teilweise, fürchterliche Zustände. Die Leute sind in unvorstellbarer Verzweiflung. Ne? Ja. Und da werden wir uns in den nächsten Monaten und Jahren reichlich mit beschäftigen, mit richtigen Tragödien, mit richtigen Katastrophen. Ne? So, und eine Sache, die uns vielleicht näher liegt dann, als jetzt unbedingt vom Hungertod bedroht zu werden, ist der Bereich Arbeit. Im April schon hatte die Internationale Arbeitsorganisation,
Internationaler Arbeitsorganisation ILO, hatte darauf hingewiesen, dass nach ihren Berechnungen durch die Corona-Geschichte mit den Maßnahmen, diesen Lockdowns, diesen ganzen, dieses Abschotten, diesem Zerbruch von den Lieferketten und dem ganzen Ding, dass es dazu kommt, dass weltweit 1,6 Milliarden Arbeitsplätze vernichtet werden. So, weltweit, durch die ganzen Maßnahmen. Und da habe ich hier ein Bild mitgebracht, das ist jetzt auch relativ neu. Ne? Hier siehst du eine Meldung von den Vereinten Nationen. Corona-Krise kostete bereits knapp 500 Millionen Jobs. Also, wir reden hier nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten, sondern von Arbeitsplätzen, die vernichtet werden. Und du kriegst das schon mit, wie bei uns Firmen Insolvenz anmelden, wie die Geschäfte schließen und so weiter. Und das geht weiter und weiter und weiter und weiter. Ja. Also auch die ganze Reisebranche, die Touristen, Sachen, die fallen alle weg. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, geht ja nicht Urlaub machen in ein Risikogebiet. Dann werden ganz schnell Länder in Risikogebiete eingestuft. Und das bringt das eben mit sich, die Hotels und die ganzen, das, was in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut wurde, bricht jetzt weg. Und es gibt nicht in den ganzen schönen Touristikorten, es gibt nicht da die Riesenindustrie. Warum? Weil das eben Touristenzentren gewesen sind, wo es eben um das Erlebnis in der schönen Natur und was auch immer war. Und das sind solche Arbeitsplätze, die wir auch spürbar merken, auch in unserem Land. Ja, wobei die eigentlichen sind natürlich vor allen Dingen in der sogenannten dritten Welt jetzt schon ganz aktiv, aber das wird sich durch ziehen. Ja. Schon in den USA gibt es ja unvorstellbaren Zuwachs an Arbeitslosigkeit. Ja. Wie gesagt, warten wir es mal ab. Ja, warten wir mal ab, was da auf uns zukommt, wie das aussieht. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, die eigentliche Problematik sind diese Maßnahmen, diese Beschlüsse, die in nicht allen, aber zahlreichen, den weitaus meisten Ländern der Welt durchgesetzt werden und teilweise mit brutaler Gewalt durchgesetzt werden. Und das ist bei uns teilweise auch auf einem sehr unschönen Weg, in dem sich das entwickelt. Was ich hier noch, worauf ich dich hinweisen möchte, ist hier, es gibt da ein, so eine, ich will nicht sagen Zeitung, aber einfach so ein Infoblatt, so eine Broschüre, so eine kleine vom Christen in Widerstand. Die haben wir auch bei unserer Website oder bei YouTube haben wir die verlinkt. Da findest du unten den Link. Das ist also eine relativ coole Sache, wo du einfach so die Entwicklung von diesen Maßnahmen und den ganzen Geschichten dir mal anschauen kannst. Ne? Empfehlen wir dir zum Download als PDF. Ne? Wie gesagt, findest du auf dem Beschreibungstext von dem Video. Unten, da ist er drauf. Ja. So, das ist also das, was wir dazu sagen wollten, weil das ist wirklich ziemlich uncool und gleichzeitig ist es genau das, was die Prophetien sagen. Sie sagen, Erschütterungen kommen und sie werden weitergehen und weitergehen. Arndt Kischel hat von der Finanzkrise gesprochen, die kommt. Ja? Und wenn du dich da informierst bei solchen Wirtschaftsspezialisten und Wirtschaftsweisen, dann stehen dir die Haare zu Berge. Ein kleiner Tipp, wirklich, jetzt nicht überkrass nehmen, aber ein kleiner Tipp, sorg dafür, dass du Bargeld zu Hause hast. Lass nicht alles bei der Bank, sondern ein bisschen Bargeld solltest du zu Hause haben. Und ein bisschen Lebensmittel solltest du auch zu Hause haben. Ich meine jetzt nicht, stopf den Keller voll, dass du die Tür nicht mehr zukriegst, ja, aber sei vernünftig. Übrigens ist das sowieso etwas, wozu die Bevölkerung aufgefordert ist, ganz generell in Deutschland, ein gewisses gutes Maß an Lagerhaltung zu haben. Und das ist momentan weise, wenn du da dafür sorgst, dass du also nicht nur mit deiner Karte einkaufen gehst, sondern wenigstens ein bisschen Bargeld zu Hause hast. Denn wer weiß, wie die nächsten Monate aussehen werden. Ja, das stimmt. So, das war jetzt ziemlich viel Negatives, aber jetzt kommt was Cooles. Und dann gehen wir in unsere Glaubensprovokation. Jetzt geht was Cooles. Denn dieser ganze Corona-Kram, diese ganze Pandemie hat ja eine total negative Folge. Aber es kann ja auch was Gutes dabei rauskommen. Und ich meine damit Folgendes. Im zweiten nachchristlichen Jahrhundert
so 150, 160 irgendwas, da war in Rom, gab es eine gigantische Pocken-Epidemie. Pocken, ja, im Römischen Reich. Im Römischen Reich, ja. Und ein Drittel der Bevölkerung ist gestorben. Das musst du dir eintüten. Das ist eine Pandemie. Ein Drittel der Bevölkerung ist gestorben. Und vor dieser Zeit, vor der Pandemie, lebten in Rom etwa 45.000 Christen im Römischen Reich. 45.000 Christen. Soweit war das Evangelium gekommen. 45.000. Krass. Ja. Helden. Nach der Pandemie, die 15 Jahre dauerte. Wirklich? 15 Jahre, ja, war es fast 1 Million. Das heißt, es hat dazu geführt, dass das Christentum, ich will nicht sagen, gewachsen ist, sondern fast schon explodiert ist, sich vervielfacht hat. Ja. Gut, im darauffolgenden Jahrhundert, das war so ja, 250, 60, 70 rum, gab es wieder eine Epidemie, und zwar waren das Masern. Ne? Masern, damals fürchterlich, Leute sind an Masern gestorben. Und das Christentum war vor dieser Zeit, das hat allerdings länger gedauert, das war ein Zeitraum von 50 Jahren, die das da so in dem Römischen Reich da gewütet hat. Vor der Zeit war es auf 1,6 Millionen Personen angewachsen. Das Christentum. Christentum, 1,6 Millionen Gläubige. Nach dieser Pandemie waren es 6 Millionen. Also auch eine Vervielfachung. Ja. Ja? So, wo du sagst, aha, guck mal an. Da ist ja auch etwas drin, was der Herr nutzen kann, um Leute zu sich zu ziehen. Ja, ein christlicher Schreiber, Cyprian, sagte, die Ruhe, die Gelassenheit, die Souveränität, ja, die Selbstlosigkeit, die Fürsorge und die Liebe der Christen, das war das, was die Leute überzeugt hat. Das war das, was die Leute gewonnen hat. Die haben gesehen, wie die Christen damit umgehen, und das hat ihr Herz gewonnen, und sie sind dann eben zu Jesus gekommen. Und ganz ähnlich ist es sogar auch nochmal hier in Mitteleuropa gewesen. Es gab ja die Pest im Mittelalter, ne? Zwischen 1400 und 1600, also wirklich über einen super langen Zeitraum, die immer wieder mal irgendwo aufflammte und so. Ne? Und während dieser Zeit gab es die Reformation. Während dieser Zeit gab es gigantische Erweckung. Während dieser Zeit passierte was Gewaltiges. Ne? Später gab es was Ähnliches in London. Ja, da hat man die Cholera gewütet. Ja, stimmt. Das war die Zeit von Spurgeon, ja, wo er gepredigt hat und wo gigantische Erfolge waren. Und heute noch kann man die Predigten lesen und sie sind mega cool. Ja, von ihm und anderen Erweckungspredigern hat sich das ausgebreitet und ging weiter und weiter und weiter. Na, und jetzt, heute haben wir global eben Corona. Wer will dem Herrn verbieten, das zu nutzen, um sein Reich zu bauen, um Millionen und Millionen zu sich zu ziehen? Amen. Und ja, in der Krise, in den Problemen, ja, einfach sollen wir unsere Hand ausstrecken nach den Menschen, die eben in der Not sind, in der Bedrängnis sind, in Angst, Furcht und Sorge sind, sollen ihnen die Botschaft der Hoffnung weitergeben, sollen ihnen zeigen, es gibt mehr als dieses Leben. Ja? Ja. Wir haben eine Zuversicht, ein Glaube, etwas, was uns über die Katastrophe hinausführt. Und damit leite ich jetzt sehr elegant auf dich über. Vielen Dank. Ja, aber ich glaube sogar, dass es in der Katastrophe die Erlösung blüht. Das ist etwas, was die Juden sagen. Aus der Katastrophe erblüht die Erlösung. Wenn ihr dran denkt, der Holocaust, das ist ja noch nicht so lange her, das war für die Juden, für das jüdische Volk die Katastrophe. Aber, das muss man wissen, aus dieser Katastrophe hat sich der Staat Israel gebildet. War es möglich, dass dieser Staat sich bildet? Und ich glaube nach wie vor, egal was der Feind an Katastrophen macht, egal ob er rumschleicht, rechts von uns, links von uns, hinter unserem Rücken, egal wie, der Herr wird uns helfen, dass wir seinen Rachen verstopfen und dass er nicht das letzte Wort hat. Auch in deinem Leben nicht. Auch in deinen Umständen nicht. Auch in dem, was dich gerade jetzt so umtreibt. Der Teufel hat nicht das letzte Wort, sondern Gott wird das, was er böse gedachte, in deinem Leben zum Guten wirken.
So, was mich ja in diesem Text auch so, was wir vorhin gelesen hatten, durch Glauben bezwangen sie, durch Glauben erreichten sie, durch Glauben haben sie dies oder das geschafft. Das ist ja das, was mich auch in Hebräer 11, Vers 1 so besonders beeindruckt hat in dieser Woche wieder. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, also ein Fürwahrhalten, etwas, was wirklich hervorkommt, etwas, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Ich würde sagen, noch nicht sieht. Also wir alle, das denke ich doch jetzt mal, wir alle sind hier zusammen, obwohl wir durch Bedrängnisse, durch Nöte, durch Krankheiten, durch Herausforderungen, durch Verluste gegangen sind. Und du bist trotzdem noch da. Dein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und das ist das, was ich da an diesen Zahlen, die Martin gelesen hat, dass der Herr trotz dieser heftigen, furchtbaren Attacken seine Pläne bewahrt hat und zum Ziel gebracht hat. Das, was er in dir angefangen hat, er wird es zum Ziel bringen. Er wird dich zum Ziel bringen. Und ich glaube auch, dass in diesen Stürmen, in diesen Katastrophen, dass der Herr sein Volk bewahrt. Davon sprechen diese Zahlen, die er eben vorgelesen hat. Dass der Herr noch lange nicht sich von Corona oder von Masern oder von irgendwelchen Dingen so die seine Pläne rauben lassen würde. Das glaube ich nicht. Und das zeigt die Vergangenheit und das zeigt die Geschichte des Christentums immer wieder. So, also dieser Vers in Hebräer 11, das ist eigentlich so der Auftakt, die Aufzählung. Und dann kommen alle diese Glaubenshelden, die großen Helden, deren Leben wir im Alten Testament sehen. Und sie werden im Neuen Testament als Zeugnisse für uns dargestellt. Und das ist das, was dich und mich heute noch ermutigen soll. Wo wir sehen, ey, das waren ganz normale Leute und sie sind durch so viele Schwierigkeiten gegangen, aber sie wussten immer, mein Leben gehört Gott. Er hat die Oberaufsicht auf mein Leben. Er wird meinen Lebensweg begleiten. Und wir wollen uns heute sowohl die äußeren Umstände anschauen, aber vor allen Dingen geht es um diesen Herzensglauben, den die hatten. Es geht um dieses Vertrauen in den Herrn. Ich habe mit einer meiner Nachbarinnen gesprochen und dann habe ich ihr erzählt, wir machen Livestream und weil unsere Treffen im Moment nicht so möglich sind. Und dann hat sie gesagt, ja, was sagen Sie denn dann den Leuten? Und da habe ich gesagt, ja, unser Anliegen ist, die Leute zu ermutigen. Und dann habe ich gesagt, und heute Abend werde ich von einem Mann der Bibel sprechen, den kennen Sie auch. Und dann habe ich ihr das ein bisschen erzählt und aufgeblättert. Und dann hat sie gesagt, ach, Frau Baron, Sie sprechen bestimmt von dem Vertrauen, was wir in Gott haben sollen, stimmt's? So, und sie hat erst vor ein paar Wochen ihren Mann verloren, er ist gestorben und sie waren 61 Jahre zusammen. Und das ist ein langes Leben, auf das sie zurückschaut. Ich weiß nicht, ob sie so richtig Christ ist, wie wir das verstehen, aber ich bin dran. So, es geht um unsere Hoffnung auf Gott. Es geht darum, dass er in uns lebt und größer ist, als der in der Welt ist. So, also wenn du mit Angst kämpfst, also ja, Angst sollen wir nicht haben. Gott sagt, fürchte dich nicht. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich habe mal gelesen, in der Bibel steht über 365 Mal, fürchtet euch nicht. Ich habe es nicht gezählt, aber das würde ich glauben. Und das heißt, dass für jeden Tag einmal diese drei Worte gelten. Fürchte dich nicht. Und da geht es um unsere Hoffnung.
Und es geht auch um den großen Gehorsam, den diese Glaubenshelden hatten. Der Gehorsam, der sie und uns handeln lässt, auch wenn es im Natürlichen nicht zu verstehen ist. Schaut, diese Gebetsanliegen, die ihr hier seht, das sind Dinge von gläubigen Menschen, die sagen, ich verstehe es einfach nicht, warum ich in diesem Ding drin stecke, warum ich so lange da drin stecke, warum ist das in meinem Leben so, warum ändert sich das noch nicht? So, es geht um dieses, was wir im Natürlichen nicht verstehen und wo sich unser Herz ausstreckt zu dem, was wir hoffen, obwohl wir es noch nicht sehen. Es geht um dieses Dranbleiben, es geht um das Ausharren, dieses dennoch bleibe ich bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Oder Petrus hat gesagt, ich bleibe bei dir, wohin soll ich denn sonst gehen? Denn du hast Worte ewigen Lebens, ewiges Leben. Ihr Lieben, manchmal denke ich über dieses Thema nach Heilung, Gebet für Heilung. Oder wie ist das, wenn jemand wirklich ganz, ganz schwer krank ist? Sollten wir ihm dann nicht lieber vom Vater im Himmel erzählen, der nach Hause ruft, der sagt, es ist Zeit, komm zu mir, ich habe deine Wohnung vorbereitet, es ist alles fertig? So, in dem Punkt bewege ich mich manchmal. Und dass wir dann sagen, wohin soll ich gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und ich habe geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf dich setze ich meine Hoffnung. Auf dich setze ich meine Zuversicht. Auf dich setze ich mein Vertrauen. Und die Bibel verwendet für diesen Prozess des Dranbleibens dieses richtig schöne deutsche Wort ausharren. Ich muss sagen, das ist nicht in erster Linie mein Wort. Ich mag dieses Wort nicht so ganz wirklich, weil es davon spricht, dass man nicht aufgeben soll, dass man sich nicht überwältigen lassen soll, dass wir auf dem Weg bleiben, dass wir uns ganz eng an den Herrn halten, dass wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns Impulse gibt, dass er uns Weisheit gibt, dass er uns Erkenntnis gibt, dass er uns tröstet, wo niemand trösten kann. Es gibt Situationen, da brauchst du Trost von Menschen, ja, das stimmt. Aber wenn sie gegangen sind und du bist ganz alleine mit dir, alleine in deinem Schlafzimmer, alleine vor deinem Spiegel, dann musst du wissen, wer der Tröster in dir ist, wer zu dir spricht, wer überhaupt diesen Zugang zu deinem Herzen hat, wem du glaubst. Und das ist ein Weg, den wir gehen. Und dieser Weg heißt ausharren, dranbleiben, immer weiter, nochmal ein Stück, nochmal wieder aufstehen, nochmal wieder vertrauen, noch einen Schritt weitergehen, nicht zurückfallen lassen, nicht auf den Boden setzen, die Waffen strecken und sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr, das ist mir hier alles zu blöd. Und alles, was ich erlebt habe, diese Ablehnung, die Zurückweisung, das Fallenlassen, die ganzen Dinge, es ist mir einfach zu blöd. Ich höre auf mit dem Ganzen. Ich sag dir, das ist nicht das, was Petrus gemeint hat. Dennoch bleibe ich bei dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand und du bist der, der weiß, wie mein Leben weitergeht. In der Aufzählung von Hebräer 11 mit diesem Auftakt, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Da gibt es einen, den ich neulich schon mal erwähnt habe und der ja auch in der Sache an sich mit diesem Mosekörbchen zusammenhängt. Und das ist der liebe, gute Noah.
So diese Kindergartengeschichte, Kinderstundengeschichte mit dem Regenbogen. Übrigens ist der Regenbogen uns wirklich geklaut worden, oder? Also ich finde das ja wirklich ein bisschen dreist. Also der Regenbogen ist eigentlich unser christliches, uns Christen gehörendes Segenszeichen, nämlich dieses Bundeszeichen. Ich setze den Regenbogen, ich setze den Bogen in die Wolken als ein Zeichen meines neuen Bundes, den ich mit dir, Noah, schließen werde. So, und in dieser Aufzählung in Hebräer 11 lesen wir von Noah und Henoch. Also Henoch musst du mal lesen in den Geschlechtsregistern. Da liest du endlose Aufzählungen von der Geschlechterfolge und auf einmal heißt es, aber Henoch lebte oder glaubte an Gott. Und ich dachte immer, hä, was ist denn das jetzt? Aber das ist ganz wichtig, weil er wird hervorgehoben. Er leuchtet uns quasi aus dieser endlos Aufzählung der Geschlechterfolge aus. Er leuchtet einfach als Licht raus, weil Gott sagen will, hey, da war einer dabei, der hat mir geglaubt. Da war einer dabei, der hat mir vertraut. Da war einer dabei, der hat gesagt, dennoch bleibe ich bei dir. So, aber Noah und Henoch, das sind die beiden Männer vor der Sintflut und von denen es heißt, dass sie mit Gott wandelten. Noah wandelte mit Gott. Das ist so ein alter Ausdruck. Das ist etwas, wo ich immer denke, das gehört zur Lutherbibel. Aber dieser Wandel in Gott, das ist ein besonderes Thema. Vielleicht sprechen wir irgendwann mal drüber, weil wandeln heißt nicht hetzen. Wandeln heißt nicht, der Druck ist so stark. Ach übrigens, Druck, da muss ich euch was erzählen. Ich hatte in dieser Woche auch, nachts war ich wach geworden und dann fielen mir auch so alle meine Themen ein. Ja? Ich habe auch viele Themen, um die ich beten muss, so was gerade bei den Kindern abgeht und für mein Enkelkind und für den Dienst von Gottes Haus und jetzt auch mit den Beta-Treffen und alles diese ganzen Dinge, die haben mich so betroffen gemacht, irgendwie, ja, betroffen ist nicht richtig gesagt, beschäftigt. Und dann ist es so, wenn ich die Gebetsanliegen lese, ja, also diese ganzen Stapel, die bei uns eingehen, wir drucken die aus und dann blätter ich die durch und dann lese ich sie mir nochmal durch und dann habe ich manche noch in meinem Postfach hängen und dann scroll ich in den Postfach und dann habe ich die wieder, dann kommen manche über den Anrufbeantworter rein und alle diese Dinge und es ist interessant, manchmal erinnert der Herr mich nachts an diese Gebetsanliegen, an einzelne Leute. Ich kenne die Leute gar nicht persönlich, aber es sind Gebetsanliegen, die mir im Gedächtnis dann sind. So, und der Heilige Geist erinnerte mich auch in dieser Nacht an manches Gebetsanliegen und ich habe irgendwie gedacht, ach Herr, nimm doch die Last von meiner Schulter. Und dann habe ich gehört, wie der Herr sagt, lass mich doch drunter. Und sofort hatte ich im Kopf das Bild von diesem Joch. Und ich habe gedacht, stimmt, eigentlich weißt du das doch. Du musst doch gar nicht diese Sachen alleine schleppen. Du kannst es gar nicht alleine schleppen. Und der Herr sagt, lass mich doch drunter. Weißt du, in dieser Joch-Geschichte, da ist es ja so, dass dieses Leittier, dieses starke Tier mit einem Schwächeren oder Jüngeren zusammen unter das Joch gebracht wird, weil dieses Leittier gelernt hat, stark ist, weiß, die Kommandos weiß und es trägt die Hauptlast von diesem Joch. Aber das andere Tier dabei wird auch da mitgenommen und wird mit da dran gewöhnt. So, und ich lag da in meinem Bett und habe gedacht, ach Herr, nimm die Last von mir. Und der Herr sagt, lass mich drunter. So, also wenn du jetzt Last empfindest, wenn du sagst, ey, die Sachen erdrücken mich, dann sagt der Herr das jetzt auch zu dir. Lass mich drunter. Doch drunter. Lass mich doch unter diese Sache. Lass mich doch mittragen. Lass mich doch die Dinge
lenken. Lass mich doch die Dinge schleppen. Du musst dieses Joch nicht alleine tragen. Und der Herr hat gesagt, denk dran, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. So, also ich möchte dir das Erlebnis von dieser Woche zusprechen, dass du weißt, er trägt mit dir deine Last. So, Noahs Glaubensleben, das war das, was mich so auch in dieser Woche wieder beschäftigt hatte. Und die Sache mit Noah ist gar nicht so weit weg von dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem wir jetzt gerade auch leben. Noah lebte in einer Gesellschaft, die vollkommen dem Verfall zustrebte. Verkommener Sinn, Gesetzlosigkeit, die Sünde nahm überhand. Und am meisten beeindruckt mich im Bericht von Noah immer der sechste Vers in Kapitel 6 in 1. Mose, also 1. Mose Kapitel 6, Vers 6. Und es reute den Herrn, also es tat dem Herrn leid, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn bis in sein Herz hinein. Hey, hast du dir das mal vorgestellt? Der Herr, der diese Schöpfung gemacht hat, der den Menschen gebildet hat, der ihm seinen Odem eingeblasen hat, er sagt, weißt du was, das ist alles Dreck. Es reut mich, ich bereue es, dass ich diese Menschen geschaffen habe. Und es bekümmerte ihn bis ins Herz hinein. Kannst du dir vorstellen, dass Gott etwas bis ins Herz hinein bekümmert, dass er Kummer hat, wenn er sieht, wie verkommen die Welt ist in ihrem Trudel, in ihrem um sich drehen und in ihren Machtspielereien und in ihren Bedrückungen von Menschen, in ihren totalitären Staaten, in ihrem verkommenen Sinn. Das ist etwas, was den Herrn ins Herz hinein bekümmert. Oder in Vers 11, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Hey, das ist nicht so weit von uns entfernt. Es ist nicht so weit weg, ihr Lieben. Es ist in den Staaten, wo jetzt auch diese Hungersnöte kommen. Jetzt haben wir wieder von Krieg und Kriegsgeschrei gehört. Es ist nicht so weit weg. Wir können das immer ein bisschen von uns schieben, weil wir in diesem Staatssystem, in dem wir leben, gut versorgt sind noch, wo wir denken, wir haben Sicherheit. So, aber die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Es wäre schlimm, wenn es hier an dem Punkt, wo Gott das sagt, wenn es da nicht weitergehen würde. Und es geht weiter. Es geht weiter mit diesem Mann, der Gnade gefunden hatte, der Gunst gefunden hatte in den Augen Gottes. Das kannst du in Vers 8 lesen. Er hörte von Gott und er setzte auf seinen Gott alle Hoffnung, alles Vertrauen, alles, was er gehört hatte, war auf Gott ausgerichtet, der sein Gott war. In Hebräer 11, Vers 7, da lesen wir dieses große Zeugnis im Neuen Testament. Deswegen liebe ich die Berichte im Alten Testament von den Leuten, von diesen ganz Normalos, die durch solche Herausforderungen mussten, dass sie von Gott ein Wort hören und sollen es umsetzen. Und du denkst, Hilfe, wenn Gott mir das sagen würde, was würde ich denn dann machen? So, aber in Vers 7 von Hebräer 11, da lesen wir dieses riesige Glaubenszeugnis von Noah. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah. Verstehst du? Das ist der Vers vom Anfang. Unser Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Und dein Nichtzweifeln an dem, was wir noch nicht sehen. Genau das war das bei Noah. Er hatte eine göttliche Weisung bekommen über die Dinge, die man noch nicht sah.
Und von Gottesfurcht bewegt, baute er eine Arche zur Rettung seines Hauses. Von Gottesfurcht bewegt. Weißt du, was wir brauchen? Wieder ganz neu, das ist Gottesfurcht. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund seines Glaubens. Er verurteilte die Welt um ihn rum. War Weltwelt. Wir haben ja gehört, Gewalttat, Sünde, verkommener Sinn, verkommene Gesellschaft, maßlos in allen Dingen. Und mittendrin hört er ein Wort von Gott und fängt an, diesen Kasten zu bauen. Hey, das finde ich wirklich, wirklich krass. Noah lebte nicht aus Schauen, sondern aus Glauben. Versteht ihr? Er musste erstmal bauen, 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 bauen. Und wenn ich sage bauen, dann meine ich bauen. Mit den Händen. Die hatten noch keine ihren Kräne, Bohrer, irgendwelche Dinge. Er musste bauen. Und dieses Erlebte aus Glauben und nicht durchschauen, das lesen wir nochmal in 2. Korinther 5, Vers 7. Es war sein Auftrag, den er von Gott bekommen hatte, und er war treu. Und das dauerte. Weißt du, mich fordert manchmal, wenn ich dann sowas lese wieder, und dann fordert das meinen Glauben heraus. Dann fordert es meine Treue, meine Hingabe, dass ich sage, Herr, ja, ich will, dass mein Glaube wächst. Ich will dir treu sein in dem, was du mir sagst. Und das Leben von Noah war geprägt von einer festen Zuversicht auf Gott. Setz deine Zuversicht auf Gott. Das wird dir helfen, wenn du unter Ängsten leidest, wenn du unter Stress leidest. Setz deine Zuversicht auf Gott und sag, du hast mein Leben in der Hand. Du hast mich sogar geschaffen. Du weißt, wann ich sitze, wann ich stehe, wann ich liege, was ich sage. Meine Gedanken sind dir nicht verborgen. Gott weiß alles. Und wir haben den Auftrag, einfach ihm treu hinterherzulaufen und unsere Zuversicht auf das zu setzen, was er gesagt hat. Und das, was, wenn du sagst, ich weiß ja gar nicht, was Gott sagt, dann schau in das biblische Wort rein, schau in die Verheißungen rein. Noah gönnte sich keinen Zweifel. Und das ist auch etwas, was ich in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, in dieser Krisenzeit, in diesem Chaos, was wir teilweise sehen, wobei ich sage, wir gewöhnen uns tatsächlich an das Chaos. Trotzdem war es so, dass Noah sich nicht gönnte, Zweifel zu haben an dem, was Gott ihm gesagt hatte. Und das ist eine wichtige Geschichte für uns. Er zweifelte nicht an dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, auch wenn es menschlich gesehen total bekloppt war. Denn es gab nicht rundherum Sumpfgewässer oder irgendwie was, was davon ein Zeugnis gegeben hätte, dass es diesen Kasten geben muss. Und ich glaube noch nicht mal, dass Noah eine Vorstellung davon hatte, was mit diesem Ding passieren würde. Es gab das nicht, dass er auf Erfahrungen zurückgreifen konnte. Und außerdem, die Dimensionen, die Gott ihm gesagt hat, was er da bauen sollte, er hätte ja sagen können, das ist unmöglich, das kann man nicht schaffen. Und das ist ja auch das, was wir häufig sagen, ne? Oh, das schaffe ich nicht. Also, nee, also wenn ich mir das überlege und ach du meine Güte, und wir fangen sofort an, unseren Zweifeln Raum zu geben und alle möglichen Dinge und Argumente vorzubringen, wieso man das, was Gott gesagt hat, eigentlich nicht schaffen kann. So, also manchmal frage ich mich auch, sag mal Noah, haben denn die Leute rundherum, also die um Noah rum gelebt haben die denn nicht irgendwie gedacht, naja, wenn der so einen Kasten baut, was will der, was ist da, vielleicht sollte ich mit ihm gehen? Oder haben sie ihm beim Bauen geholfen? Oder wie war das denn?
Weißt du, wir lesen so in diesen biblischen Geschichten und Berichten so, wie das war. Wir sehen das am Ende, vom Ende her. Wir lesen viele Sachen vom Ende her, dass wir wissen, ja, das ging gut aus. Aber wenn du dich in die Situation reindenkst, wenn du dir vorstellst, Gott hätte dir jetzt so einen Auftrag gegeben, so ein Ding zu bauen und von dir zu verlangen, dass du dein ganzes Vertrauen auf dieses Wort setzt und du hast so ein Riesenprojekt, dann frage ich mich oft, wie war das? Wie war das im ganz normalen, praktischen, natürlichen Hin und Her? Und ich frage mich, ob Noah ihnen, also den Menschen um ihn rum, ob er ihnen denn von diesem Wort, was er von Gott gehört hat, erzählt hat. Hat er ihnen Zeugnis gegeben? Hat er zu ihnen gesagt, also passt mal auf, ich baue da so einen Kasten und ich weiß auch nicht so richtig, aber wenn es irgendwie darum geht, dass ich in den Kasten ziehen sollte und aus meinem schönen Häuschen rausziehen sollte, dann du könntest mitkommen. Hey Simon, und bring doch deine Lea auch mit oder so. Hat Noah das gemacht oder gesagt? Ich weiß es nicht. Es steht ja nicht in der Bibel explizit darin. Und was wir lesen ist, dass nur Noah und seine Frau, seine drei Söhne und seine drei Schwiegertöchter in die Arche reingehen sollten. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass er auch im, im mitmenschlichen, zwischenmenschlichen, sozialen Miteinander ziemlich viel auch aushalten musste. Dass die Leute sich vielleicht lustig gemacht haben darüber, als dieser Kasten immer mehr Form annahm. Man sagt ja, dass Noah mindestens 100 oder 120 Jahre daran gebaut haben soll. Also da sind sich die Bibelforscher uneins, ist auch überhaupt nicht wichtig für mich. Aber es war wohl doch so, dass es eine Zeit gedauert hat. Und im letzten Livestream, da habe ich darüber gesprochen, über das große Aber Gottes in unserem Leben. Und genau das begegnet uns hier in diesem Text auch wieder. Wenn du aufschlägst, 1. Mose 6, Vers 18, da sagt nämlich Gott zu Noah, aber mit dir will ich. Mit dir will ich, aber mit dir. Pass mal auf, ich habe keinen anderen gefunden. Aber mit dir mache ich einen neuen Anfang. Mit dir will ich. Stell dir vor, Gott sagt zu dir, hey, aber mit dir, Christian, will ich. Aber mit dir, Marita, will ich. Ich mache einen neuen Anfang mit euch. Ich will mit euch einen ganz neuen Weg gehen. Und das ist das, was mich begeistert. Wisst ihr, wir sind so abgehoben. Wir müssen das mal in unser Leben reintüten. Wenn Gott das zu mir sagen würde, hey, aber mit dir will ich. Ich will mit dir einen Unterschied machen. Und das ist das, was ich auch oft für mich bete, für meine Kinder bete, dass ich sage, Herr, sag das zu uns, sag das zu meinen Kindern, sag das zu meinen Enkelkindern. Aber mit dir will ich. Mit dir will ich einen neuen Anfang machen. Dich setze ich auf was ganz Besonderes an und ich glaube, dass du das schaffst. Ich weiß, dass du das schaffst. Aber mit dir will ich. Setz doch mal deinen Namen ein und sag, Herr, ich danke dir und das wünsche ich mir von Herzen und für meinen Glauben und für meine Situation, für meine Kinder, meine Familie, meine Gemeinde, meine Arbeitskollegen und wen auch immer. Und sag zu mir, mit dir will ich etwas Neues anfangen. Mit dir will ich einen Neubeginn schaffen. In Vers 18 kannst du das lesen. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten. Schau, jeder von uns, du würdest hier nicht sitzen und jetzt zuhören, wenn es nicht diesen neuen Bund, diesen neuen Anfang schon mit dir und Jesus gegeben hätte. Wenn du nicht Ja gesagt hättest zu dem großen Erlösungswerk, was Jesus vollbracht hat. Dieses Aber mit dir will ich einen Bund machen. Du und ich, wir gehören zusammen. Mein Blut habe ich für dich gegeben. Du gehörst mir. Du hast Ja gesagt.
Und wir beide sind zusammen unterwegs. Zu Noah sagt hier Gott, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen. Und du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Du sollst in die Arche gehen. Du sollst geschützt sein. Wisst ihr, vorhin haben wir darüber gesprochen, dass in diesen Zeiten von Pandemien, von großen Schäden in den Völkern, dass Gott das Christentum, die Kinder Gottes, sein Volk multipliziert hat, bewahrt hat. Das hier mit der Arche, mit Noah, das ist etwas, was uns heute ganz, ganz, ganz viel zu sagen hat. Denn ich glaube wirklich, dass der Herr seine Kinder inmitten dieser Corona-Krise bewahrt. Es gibt eine Arche und die Arche spricht von der großen Bewahrung. Sie spricht davon, hey, du und ich, wir sitzen in dieser Arche, wir sitzen nicht im gleichen Boot. David Wilkerson hatte das ja schon mal gesagt in einem Clip, den hatten wir vor einigen Wochen schon mal besprochen. Da hat er gesagt, viele Leute sagen, ja, wir sitzen alle im gleichen Boot. Nein, das stimmt nicht. Wir sitzen nicht im gleichen Boot. Ja, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sehen die Erschütterungen und Katastrophen um uns herum, aber wir sind bewahrt in ihm. Wir sind in der Arche. Unsere Arche heißt Jesus und er wird uns bewahren. Er wird uns sicher dadurch bringen. Schau mal, Gottes Gnade und sein Handeln an Noah wurde für uns aufgeschrieben, für dich und für mich. Warum denn? Damit wir einen Geschichtsunterricht haben, dass wir wissen, oh Mann, vor vielen tausend Jahren ist das mal einem passiert. Ja, der hat sich halt irgendwie aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, na gut, dann mache ich das halt. Nein, es ist aufgeschrieben für uns, damit wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf die Wege Gottes mit uns ausrichten. Und wenn du denkst, dass Gott ja gar nicht in deinem Leben handeln würde und dass er nichts zu dir gesagt hat, was du tun sollst, oder dein Leben plätschert so dahin in seinen Auf und Abs, dann schau dir dieses Zeugnis von Noah an. Aber mit dir will ich. Und dann bete das. Hör auf sein Wort, seine Anweisungen, seine Aufträge. Verweigere dein Ohr und dein Herz dem feindlichen Geschwätz. Hey, das muss ich auch machen. Der Feind trabt auch um mich rum, wie ein brüllender Löwe. Und ich muss auch ein Gespür dafür bekommen. Bete, dass der Heilige Geist dir ein Gespür für diese Dinge gibt, dass er dich wachsam macht, dass du nicht auf dem Boden rumhockst und sagst, das hat ja alles keinen Zweck. Ich schaffe das nicht. Sag das nicht, sondern sag, Herr, was du für Noah getan hast, kannst du auch für mich tun. Du hast ihn bewahrt, du kannst es auch für mich tun. Es gibt einen, der einen sehr realen Kampf um unseren Glauben führt. Nein, eigentlich gibt es zwei, die einen realen Kampf um unseren Glauben führen. Das ist der Herr und es ist der Feind, der immer möchte, dass du deinen Glauben an den Nagel hängst. Lesen wir weiter, wie es bei Noah weiterging. Dann liest du, Gott ruft die Tiere zusammen, die mit ihm in die Arche gehen sollen. Hey, das ist für mich auch so ein Ding. Hä? Gott ruft die Tiere zusammen? Wer hat den Tieren gesagt, dass sie da jetzt hingehen sollen? Es kann nur Gott gemacht haben. Und dann lesen wir, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Also nicht nur so tat Noah es, sondern nach allem, was Gott gesagt hatte, machte er es. Und dann lesen wir, dass der Herr selbst diese Arche schließt. Der Herr schließt die Tür. Der Herr schließt für dich die Tür, dass dieser brüllende Löwe draußen bleibt. Der Herr schließt vor dir,
schließt hinter dir die Tür, dass du nicht im Feuer und nicht im Wasser, nicht im Sturm umkommst. Der Herr bewahrt dein Leben. Wenn es hier heißt, der Herr schloss die Tür von dieser Arche, dann ist das das gleiche Bild wie dieses, der Herr bewahrt dein Leben. Der Herr bewahrt dich in der Corona-Krise. Hab keine Angst, es trifft dich nicht. Und wenn du in irgendeiner Weise krank sein solltest jetzt, er wird dein Leben bewahren. Er wird dich weiterbringen und er wird seine Hand über dir halten. In Sicherheit heißt in Gott in Sicherheit. Wir brauchen diese Arche und das ist die Geborgenheit in Jesus. Wenn ihm unser Leben gehört, dann sind wir sicher auch in diesen Wasserströmen. Die Ströme werden dich nicht überfluten. Das heißt es in Jesaja. Die Ströme werden dich nicht überfluten. Die Erschütterungen, die Unruhen, die ganzen Dinge, die wir jetzt in den nächsten Wochen sehen werden, sie werden dich nicht überfluten. Und der Herr streitet an deiner Seite. Es ist nicht die Angst, die uns dominieren sollte, nicht die Befürchtung, sondern wir erinnern uns an das Wort, was Jesus gesagt hat. Ich habe das am Anfang gesagt, fürchtet euch nicht. Die Erschütterungen werden für die Nachfolger Jesu immer Sicherheit und Segen bedeuten. Das haben wir vorhin gehört. In diesen ganzen schrecklichen Dingen, die da getobt haben, war es doch so, dass der Herr sein Volk bewahrt hat. Er ist unser Versorger und seine Hand ist über uns und wir sind in der Arche. Dieses Wort Arche, das bedeutet das gleiche wie hier für das Mosekörbchen, nämlich das hebräische Wort heißt Teba. Das heißt, innen drin ist dieser Raum, dieses Körbchen, als die Mutter von Mose das Baby da reingelegt hat. Und auch die Arche ist innen drin mit Pech ausgestrichen worden, damit sie dicht ist. Das spricht davon im Prophetischen, dass diese Bedeckung durch den Heiligen Geist da ist. Er bedeckt dein Leben rundherum. Die Fluten werden dich nicht runterdrücken können. Und du wirst diesen Schutzraum haben. Lasst uns nicht zu denen gehören, die verweigern, in die Arche zu gehen. Nicht zu denen, die sagen, also ich will aber nicht missioniert werden, ich will nicht evangelisiert werden, ich will das nicht alles hören oder irgendwie sowas. Sondern lass uns zu denen gehören, die sagen, ja, ich glaube, dass Gott sagt, aber mit dir will ich einen neuen Bund machen. Das Neue Testament spricht davon, dass es am Ende dieses Zeitalters genauso sein wird wie in den Tagen Noahs. Das kannst du lesen in Matthäus 24, Vers 37. Das, was uns rettet in diesen Tagen, in diesen endzeitlichen Tagen, das ist das, dass wir einen Retter haben. Es ist der Glaube, der uns als Kinder Gottes kennzeichnen soll, solange wir hier auf der Erde sind. Denn wir wandeln nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Wenn wir jetzt nachher gleich für die Anliegen beten wollen, dann lass uns das im Hinterkopf behalten, dass wir daran festhalten, dass unser Glaube ein festes Fundament ist, dass wir in der Arche mit unserem Glauben geborgen sind. Lass uns an der Hoffnung festhalten, an der Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir um etwas bitten. An der Zusage, dass sein Blut uns bedeckt und uns sichert für diese Zeit bis in die Ewigkeit. Die Zusage in der Nacht war für mich, lass mich drunter. Du brauchst alleine nicht deine Angst, deine Krankheit, deine Bedürfnisse, deine Sorgen zu tragen, sondern Jesus sagt, lass mich drunter. Und das andere ist, du bist bei mir in der Arche. Du bist geschützt.
Und viele Leute haben erlebt, als Noah in der Arche war, dass dann die Flut kam. Und wir werden das vielleicht auch sehen, dass Erschütterungen kommen. Wir merken jetzt schon diese Unruhe, dieses Gefühl, dass etwas kommt. Lass uns nicht die sein, die neben der Arche bauen oder wohnen wollen, sondern lass uns zu denen gehören, die in der Arche geborgen sind. Und lass uns unseren Glauben festhalten. Unser Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft. Und ein Nicht-Zweifeln an dem, was wir noch nicht sehen. Amen.